Lächeln ist einfach. Wenn der Finanzpartner spontan mit einem Kredit helfen kann. Dann sage ich auch heute wieder Hallo und herzlich willkommen aus dem OFC-Trainingslager. Der zweite Tag, und das war auch wieder ein recht vollgepackter Tag. Da gab es viel zu sehen für die Fans, die wir jetzt im Hintergrund schon gehört haben. Und für die Spieler gab es natürlich nicht viel zu sehen, sondern richtig viel zu arbeiten. Und dann darf ich ihn begrüßen, unseren Stürmer, der ist ja Florian Treske. Hi, servus. Ja, und der andere, der ist mehr fürs Tore verhindern zuständig, Dennis Schulte, hallo. Hallo. So, und jetzt habt ihr ja heute hier einen richtig schönen warmen Tag gehabt. Da werden wir gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Ihr habt schön am Pool gelegen, Urlaub gemacht, ne? Seid jetzt richtig verwöhnt, und vielleicht gibt's dann irgendwann auch was mit Fußball. Also da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich will einfach nochmal sagen, ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Da kriegen wir eure Grüße mit über den Sender. Und ja, natürlich könnt ihr auch die beiden ein bisschen befragen. Und die sind schon ganz gespannt, was ihr denn so im Petto habt und was ihr denn beantworten können und sollen. Ja, und wer heute der große Partner ist, wem ihr das zu verdanken habt, dass wir heute senden können. Das kann man unschwer erkennen. Die Sparkasse Offenbach, ein starker Partner. Ja, der ist hier allgegenwärtig sozusagen. Also, da gibt's Applaus für die Sparkasse an Lothar Prell und das tolle Team um Martina Krawitz und viele, viele mehr, die hier ganz toll uns unterstützt haben. Und dann haben wir auch diesen tollen Würfel hier mitgebracht, damit wir das nochmal so richtig ins Bild setzen. Jetzt, nochmal der Hinweis, fanradio@ofc.de. Noch hätten wir die Möglichkeit, sind schon einige Fragen gekommen, und dann wollen wir auch so ein bisschen über Fußball reden. Und ich habe es eben gesagt, die Sonne war eigentlich so schön heute. Wir haben so ein bisschen Farbe bekommen, aber ihr musstet schuften. Was stand genau auf dem Programm? Ja, lass mich kurz überlegen. Heute in der Früh, glaube ich, haben wir Stand Passspiel auf dem Plan und Torabschluss. In der Mittagspause stand die Sonne genießen auf dem Plan, schön am Balkon liegen, ein bisschen entspannen. Und dann, das zweite Training war dann, haben wir nochmal richtig Gas gegeben mit vielen Spielformen und einfach unsere Spielstärke doch nochmal ein bisschen weiter zum Entwickeln, dass dann vielleicht in der Rückrunde doch noch klappen sollte, dass wir da oben dran bleiben. Der Florian hat eben von zwei Trainingseinheiten gesprochen, aber die Fans, die haben genau hingeguckt, und da war doch noch was ganz, ganz früh vor dem Frühstück. Ich weiß nicht, bist du da auch mitgelaufen? Gab es doch irgendwie schon einen Strandlauf oder sowas? Hast du den verpasst oder habe ich den verpasst? Also wahrscheinlich habe ich den dann verpasst. Also die Fans haben mir erzählt, die Mannschaft ist schon draußen, ich weiß nicht. Ja, da. Also das heißt, du warst nicht da. Jetzt haben wir dich verraten. Also. Du warst natürlich dabei, gell? Ich war dabei, ja. Hast du gesehen? So kann es gehen, Dennis. Ja, also ne, sehr kameradlich, dass er mich nicht geweckt hat. Also, aber ja, danke für den Schlaf. Und da wird eigentlich auch schon klar, dass ihr beide Zimmerkameraden seid. Ne? Ihr liegt zusammen auf einem Zimmer. Ja. Ist denn das halbwegs erträglich? Oder? Ja, ich glaube, ich habe relativ früh geschlafen gestern. Was er noch gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ne, war zum Aushalten. Er hat Süßigkeiten dabei. Ja, Süßigkeiten. Und wenn er schläft, dann kannst du darüber herfallen. Bin jetzt müde dazu. Du hast es eben schon mal angesprochen, was da heute Nachmittag bzw. heute Vormittag im Training da gelaufen ist. Ich war da kurz da, habe mir das angeguckt. Und ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden, aber das muss jetzt nichts heißen. Du kannst uns das so ein bisschen erklären, denn da wurde hin und wieder mal auch gejubelt, und es wurde auch gezählt. Also 1-0, 2-0, 1-1 und diese Geschichten. Aber es waren ja gar keine Tore. Also was war das für eine Übung? Wozu dient die? Und wie kann man das, kannst du das vielleicht mal ein bisschen erklären, was das genau war? Warst du auch nicht dabei? Also, man muss ja nicht immer auf Tore spielen. Nee, das war eine Ballhalteform, da wo es einfach zählt, den Ball in den eigenen Reihen zu behalten. Und das glaube ich hat auch, das ist unsere Stärke, wie ich es gerade gesagt habe, einfach den Ballbesitz ausspielen und dann genau in die gefährlichen Räume zu kommen, wo dann die Punkte auch zählen. Das sah dann so ähnlich ein bisschen aus wie beim Football, dann kam dann am Ende immer so ein Pass, und der musste mit dem Ball sozusagen fast ins Auslaufen. Ja, also das Ziel dieser Form war es halt, in diese Endzone reinzukommen, wie ähnlich halt beim Football. Und damit will man halt das Spiel in die Tiefe ein bisschen fokussieren. Jetzt haben wir ja hier, das haben wir gestern schon gehört, recht gute Rahmenbedingungen. Die Plätze, glaube ich, auf denen kann man ganz gut arbeiten. Ja, also die Plätze sind top und die ganzen Bedingungen hier im Hotel und das Wetter, also da können wir uns echt nicht beschweren.
Jetzt wird dann ja auch bald das erste Testspiel kommen, am Montag, wenn ich das richtig weiß, 15.30 Uhr auf eurem Platz. Also, ihr habt Heimspiel sozusagen gegen Erndtebrück. Wobei es nicht ganz stimmt, aufgrund der Übertragung, da verrate ich schon so ein bisschen, das hat alles funktioniert, werden wir es so machen, dass wir den Platz nach vorne ziehen. Also dort, wo jetzt die Schweizer Mädels arbeiten, da werden wir dann das Testspiel haben. Und das Ganze um 15.30 Uhr, wir haben das alles getestet, das sollte funktionieren mit der Live-Übertragung. Also da müsst ihr euch auch noch ein bisschen anstrengen. TuS Erndtebrück sind so ein bisschen auf Augenhöhe, zumindest auch was die Liga angeht. Ja klar, wir haben auch ein bisschen was gut zu machen vor dem Spiel gegen Steinbach. Und nee, das ist das zweite Testspiel und ich glaube, das wollen wir alle gesund vollbringen. Aber wir wollen auch natürlich den Sieg holen, dass wir einfach auch schnell in die Phase kommen, dass wir vielleicht auch doch ein bisschen getragen werden auch von dem Erfolg. Und ja, Heimspiel mit solchen Fans ist halt auch nicht normal, dass im Trainingslager so viele Fans dabei sind. Und das macht dann natürlich doch ein bisschen mehr Spaß vor den Fans im Trainingslager zum Spieler. Und du warst ja schon bei vielen Vereinen und das ist auch nicht ganz alltäglich, dass da so 50, 60 Fans und jetzt hier in der Lobby ist ja auch schon ganz gute Stimmung. Wie ist denn da der Kontakt zu den Fans? Man sieht sich, man grüßt sich oder kommt man auch mal ins Gespräch? Ja klar, man kommt da ins Gespräch. Egal wo man rumschlendert im Hotel, überall sieht man sich da, sagt Hallo und spricht dann auch miteinander, ist ja klar. Und das macht ja glaube ich auch so einen Verein wie Kickers Offenbach aus, dass Fans und Spieler harmonieren. Würdest du sagen, dass gerade wenn man so Sachen testet, probiert, ausprobiert, taktischer Natur, technischer Natur, wie auch immer, dass das da förderlich ist oder eher vielleicht sogar hinderlich, wenn dann eben so viele Fans so nah direkt am Spielfeldrand stehen? Ja, also ich glaube, die Fans, die beeinflussen das nicht wirklich. Also ich denke mal, wir konzentrieren uns auf das Spiel und ob die Fans dann da stehen oder nicht, also das sollte uns eigentlich nicht irgendwie stören oder förderlich sein. Also ich denke mal, wir sollten uns auf die Aufgaben konzentrieren, die wir gestellt bekommen und wenn wir das gut absolvieren, dann ist so ein Test auch positiv. Jetzt haben wir schon so ein bisschen was gehört, wir kommen gleich nochmal aufs Sportliche zurück. Ich will das nochmal sagen, ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Es sind einige Fragen schon gekommen, da gehen wir jetzt gleich ran. Aber auch heute wollten wir ja wieder einen Fan vorstellen, stellvertretend ja für die ganze Menge. Habe ich jetzt hier jemanden, der Kollege, der kommt schon zu mir, der kann sich dann selbst mal kurz vorstellen. Und so wie ich euch kenne, kriegt auch er einen Applaus, auch wenn er ein bisschen braucht, bis er zu mir gekommen ist. So, und du kannst ganz kurz selbst was zu dir sagen. Wo kommst du her? Wie lange bist du Kickersnase? Ja, also ich bin aus Babenhausen, ich heiße Wilfried Ott. Und ganz ehrlich, ich bin eigentlich seit ich fünf, sechs Jahre alt war, Kickers-Fan. Weil wir haben früher in Obertshausen gewohnt und mein Vater hat mich schon damals mit zum Biberer Berg genommen durch den Wald. Und ich finde das auch heute aber extrem ein Riesenerlebnis für mich, obwohl ich schon viele Spiele gesehen habe. So nah an der Mannschaft dran, das ganze Feeling und die Freundlichkeit und das ganze Ausmaß ist für mich eigentlich keine vierte Liga wert, sondern mindestens zweite Liga. Jetzt haben wir eben von der Mannschaft gehört, die sagen, das stört nicht nur, das finden sie gut, wenn die Fans dabei sind. Jetzt frage ich mal den Fan, wie treten sie denn auf? Sind sie ein bisschen hochnäsig, arrogant, laufen sie vorbei oder kommen einfach so ins Gespräch? Ganz ehrlich gesagt, für mich ist das was Einmaliges, die Mannschaft ist sowas von freundlich, die geht auf die Fans zu, es werden Wünsche erfüllt für Fotos oder sonst irgendwas. Ich finde das ganz einmalig, ganz toll. Also das heißt, das ist dein erstes Trainingslager, aber es wird nicht das letzte Trainingslager gewesen sein. So ist es, ja. Na, dann danke ich dir erst einmal, herzlichen Dank und dann sei noch weiterhin Gast. Könnte ich noch mal kurz meine zwei besten Freunde, der Susi und der Jörg, grüßen. Dankeschön. Na, also gut, dann haben wir das auch. Und jetzt schauen wir mal so rein, was denn an Fragen gekommen ist. Und da habe ich hier zum Beispiel den Sebastian Weber, der schreibt, meine Frage an Flo und Dennis, wie schätzt ihr die beiden Neuzugänge nach den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten ein? Machen die beiden einen guten Eindruck? Beste Grüße von Sebastian Weber aus Körnbach, heißt es. Ja, positiv. Richtig positiv. Beide haben jede Menge Erfahrung von im Ausland gespielt. Beide höherklassig, zweite Liga, erste Liga. Und sie bringen auf jeden Fall was mit, was uns hilft. Aber man weiß auch, dass in Winterneuzugänge doch ein bisschen schwerer haben, in eine funktionierende Mannschaft reinzukommen wie jetzt im Sommer. Aber ich glaube, das haben sie selber schon gesagt, sie fühlen sich hier wohl, sie fühlen sich gut aufgenommen. Und man sieht auch im Training, beide geben Gas und können uns auf jeden Fall in den nächsten Spielen
richtig helfen. Du kommst ja auch mehr so aus der Defensive, die sind auch so da ein bisschen angesiedelt. Haben sich trotzdem mal die Wege gekreuzt? Hat der ein oder andere vielleicht schon mal dich getunnelt oder umgekehrt, du sie? Ja, also bisher eigentlich nicht, also muss ich sagen. Also meistens war ich mit den beiden in einer Mannschaft. Und warst du darum froh oder eher nicht so froh, weil wir wollen ja so ein bisschen hören, wie die Qualität jetzt der neuen ist? Ja, also ich glaube beim Gregor ist es schon ganz gut, weil er schon eher so der aggressivere Typ ist. Also ich glaube, da kann man sich schon glücklich schätzen, wenn man in der eigenen Mannschaft ist. Also wenn man mit ihm auf zusammenprallt, also das kann schon mal wehtun. Ja, und das ist sehr interessant, das war jetzt ganz, ganz versteckt. Nur die, die genau zugehört haben, die haben da etwas entdeckt, denn der heißt ja gar nicht Gregor, aber so habt ihr ihn anscheinend jetzt genannt. Ja, also ja, weil das ist ja auch schwierig. Ich glaube, der Name wird GRGR geschrieben und irgendwie, wie es wirklich ausgesprochen wird, ist schwierig. Und die Mannschaft hat eben mal gesagt, der heißt jetzt Gregor. Ja, genau. So wie der Francesco Franz heißt. Der heißt Franz. Jetzt haben wir auch einen Franz. Ja, ja, so sieht's aus, Kaiser. Also der Kaiser, gut. Also haben wir so ein bisschen was schon hinter die Kulissen blicken lassen. Dann haben wir den Wolfgang Salfer. Ich schicke liebe Grüße an die komplette Mannschaft und das Trainerteam sowie in die Chefetage des OFC. Und Grüße kommen auch vom gesamten Fledermaus-Team voran, Adi Wehner Senior und Adi Wehner Marianne und Chip. Mit freundlichen Grüßen, Wolfgang. Ja, da grüßen wir zurück natürlich ans Taxi-Fledermaus-Team. Danke, Wolfgang. Eine Frage ist nicht dabei, er will einfach nur grüßen. Timo Hempel haben wir. Frage an Florian Dreske. Wäre es möglich, dass du auch mal Hochdeutsch sprechen könntest beim Interview? Ich probiere es immer wieder, aber es mischen sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Dialekte zusammen, wie bei nicht nur zwei oder einer. Ich habe schon überall ein bisschen gesprochen, von Hessisch bis Pfälzisch bis Bayerisch. Aber Hessisch müssen wir noch ein bisschen üben. Ja, auf jeden Fall. Oder? Dazu bräuchte man noch einen Äppler. Ja, aber nee, das ist was man nicht schmeckt, da trinken wir lieber Bier. Okay, aber wenn ich das sage hier, das sind die Grüße vom Timo Hempel, da klingelt es auch irgendwie. Oder? Ja, da kann ich gleich Grüße heimschicken. Ich glaube, meine Frau sitzt da vom Internet mit meiner Kleinen und schauen sie es an. Grüße einfach. Ja. Und er schreibt irgendwie, ihr schwäbisches, bayerisches versteht nämlich kein Mensch. Ja, ihm versteht auch keiner. Das denke ich mir. Also die beiden, die kennen sich, die beiden, die lieben sich, die schätzen sich. Dann haben wir den Jens Herrmann. Viele Grüße vom Nahost-Korrespondenten an alle Fans, die mitgereist sind, vor allem die rot-weiße Brut. Frage an Schulte. Nahost-Korrespondent, muss ich klären, warum der das so ist? Denn der Jens Herrmann, der sitzt in Dresden und der hält dort die OFC-Fahne hoch, schon seit Jahr und Tag, schon immer. Hat auch für uns dort schon Hallenturniere und all das übertragen, was uns eben so nicht möglich ist. Also herzliche Grüße an den Nahost-Korrespondenten. Und die Frage an Schulte ist leider nur 4 Einsätze bisher in der Saison. Bist du fit und bereit für die Rückrunde? Kann ich ganz Sei ganz vorsichtig, was du sagst. Nee, da kann ich ganz einfach mit einem Ja beantworten. Also ich fühle mich echt fit, also auch gut und bin jetzt von Anfang an jetzt bei der Vorbereitung dabei, jedes Training mitgemacht und ja, ich fühle mich gut und leider war jetzt die Hinrunde nicht so zufriedenstellend für mich, aber an den Einsatzzeiten kann man ja arbeiten und da tue ich alles für, dass ich mehr Einsätze in der Rückrunde bekomme. Also wenn du Trainer wärst, du würdest dich aufstellen. Man muss vorsichtig sein, ne? Was man sagt. Ja, aber schon ja. Also er ist von sich überzeugt und damit haben wir, glaube ich, auch die Frage abgehalten. Ah, die Frage hier an Florian Dreske. Immer erste Elf gespielt, besser geht's doch nicht, oder? Ja, hätten ein paar Tore mehr sein können, aber nee, ich glaube, ich bin zufrieden, auch mit meiner Ausbeute, was ich gerade habe und ja, das Wichtigste ist einfach, dass wir auf Platz 2 stehen und dass ich damit meine Einsätze, mit meinen Tore einfach auch zurückgezahlt habe. Ja, und was das angeht, mit ein paar Tore mehr sein können, ich kann dir das ja morgen nochmal zeigen, wie es funktioniert. Ich bin klassischer Neuner, also dann guckst du genau hin und dann kriegen wir das hin. Ja, ich guck's mir gerne mal an. Also, das schauen wir mal. So, und hier kommen noch Sprüche aus dem Publikum. An Florian, wie hast du dich in Offenbach und im Team eingelebt? Schöne Grüße an alle. Manuel Wilhelm schreibt das. Ja, super. Wir fühlen uns wohl hier. Wir haben eine Wohnung in Oberhausen. Trotz der Sprachbarrieren. Ja, ich muss mir nur mit meiner Frau, mit meiner Kleinen kommunizieren, aber nee. Mit dem Mannschaftskollegen musst du nicht kommunizieren. Das geht blind meistens am Platz. Nee, Quatsch. Nee, wir haben uns hier wohl, wir fühlen uns hier wohl und werden uns auch weiter wohlfühlen und
Die Mannschaft hat es auch einem nicht schwer gemacht, dass man in so eine Mannschaft reinkommt. Und man hat ja gewusst, wenn man nach Offenbach wechselt, da ist einfach doch ein bisschen Druck da, wenn man als Neuzugang kommt. Aber nee, wie gesagt, die Mannschaft hat es super gemacht. Auch die ganzen, auch wie jetzt die zwei Neuzugänge, wo da sind. Keinen wird schwer gemacht, weil wir wissen, wir können jede Hilfe gebrauchen. Wir haben ein Ziel und das wollen wir mit jedem, egal wer, auch die A-Jugendspieler, die wo jetzt hochkommen, sind zu uns ins Trainingslager. Die machen einen super Job, fügen sich ein und wir geben das auch noch zurück. Überhaupt keine Frage. Und was steht noch dran? Ich glaube, das war schon, ja, genau. Wie du dich im Team eingespielt hast. Nee, okay, also dann war das die Frage vom Manuel Wilhelm. Dann haben wir hier noch den Erik Kodadin, so heißt er, glaube ich. Frage an Dennis, auf welcher Position spielst du lieber, Innenverteidiger oder linker Verteidiger? Ja, da muss ich sagen, also ich habe mittlerweile, glaube ich, so oft hin und her gewechselt, also dass es mir eigentlich mittlerweile auch fast egal ist, wo ich spiele. Hauptsache ich spiele und kann der Mannschaft helfen. Okay, also Hauptsache auf dem Feld, da gibt's Applaus. Und dann haben wir hier noch den Fadi, der schreibt: Grüße aus dem schönen Offenbach ins warme Trainingslager. Ich wünsche allen viel Erfolg und den mitgereisten Fans eine schöne Zeit. Auch viele Grüße an die Jungs und Mädels von der Kodi 33 in Offenbach am Main. Wer auch immer gemeint ist, wird's wissen. Ja, die Grüße, die geben wir mit zurück. Und ich denke, das war ja heute wirklich ein herrlicher Sonntag. Die Fans sind so ein bisschen ausgeschwärmt. Die hatten richtig Spaß. Einer ist sogar in den Pool reingesprungen und naja, dafür ist es vielleicht dann doch noch ein bisschen kalt. Also im Pool, meine ich. Oder warst du auch schon drin? Nee, im Pool war ich jetzt noch nicht, aber wir sind gestern nach dem Training, sind wir mal ins Meer ein bisschen reingegangen. So bis, ja, etwas über die Knie, so ein bisschen zur Regeneration. Und es war schon kühl, aber hat auch gut getan. Da gucke ich nochmal in die Menge, könnt nochmal ganz kurz überlegen, ob ihr noch das ein oder andere habt, dann würden wir das auch noch mit reinbringen. Ein kleiner Vorausblick jetzt, das Trainingslager läuft ja noch einige Tage. Wie ist denn da die physische Belastung? Ihr seid ja aus dem Flugzeug im Grunde schlaftrunken rausgetorkelt, weil man ja vorher auch nicht schlafen konnte. Dann gab es diese Belastung, weil das Flugzeug so lange stand und dann ging es mehr oder weniger gleich auf den Trainingsplatz. Und jetzt ist das schon, glaube ich, die dritte Einheit gewesen. Merkt man das schon irgendwie in den Knochen? Ja, ich glaube, gestern hat man schon gemerkt, dass die meisten dann vielleicht 2-3 Stunden geschlafen haben in der Nacht und im Flugzeug. Ich kann zum Beispiel im Flugzeug gar nicht schlafen. Das merkt man dann schon, aber ich glaube, heute war das dann auch schon wirklich ein Tick besser. Und umso länger wie man reinkommt, umso besser wird es. Das ist, ich glaube, morgen sieht es wieder ganz anders aus und dass wir dann am Montag vielleicht zum Freundschaftsspiel gegen Erntebrück einfach auch auf dem Level sind, wo wir hinwollen und ein gutes Spiel abliefern. Erntebrück, das Freundschaftsspiel oder das Testspiel, das haben wir eben schon mal angesprochen. Da weiß man ja auch nicht so richtig, was die gerade machen und dann wird ja wahrscheinlich auch rotiert und getestet. Gibt es da schon irgendwie eine Vorbereitung auf dieses Spiel oder hat das gar nichts mit dem bestehenden Training, was jetzt so ansteht, zu tun? Ja, also eine spezielle Vorbereitung dafür haben wir jetzt noch nicht gemacht. Also wir versuchen im Training, glaube ich, wird so durchgewechselt, dass sich jeder mit jedem so ein bisschen einspielen kann. Und letztlich sind solche Vorbereitungsspiele ja auch dafür da, dass man gewisse Abläufe reinbringt oder trainieren kann. Und ich denke mal, dafür ist der Test am Montag echt sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, danke ich euch erst einmal bis hierhin. Ich weiß nicht, schau noch mal ganz schnell, gibt es noch irgendwas? Dann könnten wir das noch mit aufnehmen. Ist nicht der Fall. Und dann sage ich einfach noch mal danke an euch beide, dass ihr heute hier dabei wart. Morgen gibt es auch eine Sendung, wieder um 20.15 Uhr. Dann wird dabei sein Dren Hoca und Serkan Firat. Ja, da habt ihr noch eine tolle Sendung zu schauen dann. Natürlich. Ja, guckst du auch manchmal rein, so Kickers TV, schon mal ein bisschen was gesehen? Die Kritiken, die wir so an dir auslassen? Da brauche ich nicht gucken, das höre ich dann. Okay, also gut. Ja, dann würde ich sagen, nochmal ganz herzlichen Dank auch an die Sparkasse Offenbach, die heutige Sendung präsentiert hat. Wir sagen schöne rot-weiße Grüße in die Heimat und bis morgen. Dankeschön. Danke.